Schönen guten Morgen bei TV1 am Pfingstsonntag. Gut, dass Sie schon aufgestanden sind, so können Sie heute von niemandem als Pfingstochse oder Pfingstlümmel bezeichnet werden. Diese Schimpfwörter werden heute nämlich all jenen zuteil, die als Letzte aus dem Bett gefunden haben. Und früher wurden diese Spätaufsteher nicht selten mit einem Brennnesselkranz bestraft. Wettermäßig geht's jetzt auf alle Fälle wieder freundlicheren Zeiten entgegen. Die Regenfälle der letzten Tage haben ein Ende. Und so wird sich auch die Hochwassersituation in der Schweiz, in Süddeutschland sowie in Tirol und Vorarlberg endlich entspannen können.